Die ChatGPT-Manie pumpt chinesische Key-Technologieaktien in die Höhe. Shanghai, chinesische Key-Aktien sind die neueste Wut auf den Märkten auf dem Festland. Da die globale Raserei um den von Microsoft unterstützten ChatGPT-Chatbot spekulative Wetten auf die revolutionäre Computertechnologie anspornt. Nur 2 Monate nach seiner Einführung wurde ChatGPT, das als Reaktion auf Eingabeaufforderungen Artikel, Essays, Witze und sogar Gedichte generieren kann, als die am schnellsten wachsende Verbraucher-App der Geschichte bewertet. Das hat dem Google-Eigentümer Alphabet Inc., GOOGL, dazu veranlasst, einen eigenen Chatbot-Dienst zu planen und mehr künstliche Intelligenz für seine Suchmaschine einzusetzen. Während ChatGPT in China nicht zugänglich ist, pumpen Investoren vom Festland immer noch die Aktien von Key-Technologieunternehmen wie Hanwang Technology Co. 002362, SZ, TRS Information Technology Co. 300229 SZ und Cloudwork Technology Co. 688327 SS in die Höhe. Der CSIAI Industry Index, CSI 931071, der Unternehmen mit größerer Kapitalisierung wie eFlytek Co. 002230 SZ umfasst, ist in diesem Jahr um etwa 17% gestiegen und übertrifft damit den Anstieg des Index CSI 300 Index, CSI 300, um 6%. Sicherlich gibt es keinen Hinweis darauf, dass diese Key-Unternehmen kurz davor stehen, ein ChatGPT-ähnliches Produkt auf den Markt zu bringen. Am nächsten scheint der Suchmaschinenriese Baidu Inc., 9888 HK, zu sein, der plant, die Tests seines Ernie-Bots im März abzuschließen. Seine Aktien stiegen am Dienstag nach der Ankündigung um mehr als 13%. Die Branche als Ganzes tendiert dazu, zuerst über Erwartungen zu spekulieren, bevor sie erst später mit tatsächlichen Ergebnissen handelt, sagte Zheng Keqing, Generalmanager von Beijing Gelai Asset Management. Die Aktien von Hanwang Technology, das Produkte herstellt, die intelligente Interaktionen ermöglichen, sprangen für die 7 Sitzungen nach der Wiedereröffnung der Märkte nach den Feiertagen zum Mondneujahr über ihr tägliches Limit von 10% und ließen die Kurse im Februar bisher um mehr als 60% steigen. Das Unternehmen erwartet für 2022 einen Jahresverlust, ist jedoch der Ansicht, dass es einen Vorteil gegenüber einer Schnittstelle wie ChatGPT hat, da sein Modell präzisere Ergebnisse für Kunden liefern kann. Cloudwork-Aktien haben sich in den 7 Handelstagen seit den Neujahrsfeiertagen mehr als verdoppelt. Am Dienstag warnte das Unternehmen Investoren und sagte, seine Verluste hätten sich im Jahr 2022 vertieft, es habe nicht mit OpenAI zusammengearbeitet und keine Einnahmen aus ChatGPT-bezogenen Diensten und Produkten erzielt. Andere Unternehmen, die ihre Fortschritte in der Key-Technologie offengelegt haben, sind TRS Information Technology und Beijing Haishen Ruisheng Science Technology Ltd. 688787 SS. Ihre Aktienkurse sind ebenfalls gestiegen. Der Preisanstieg hat die Bewertungen in die Höhe getrieben. TRS zum Beispiel wird mit fast dem 60-fachen des Gewinns gehandelt, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ruisheng mehr als 240 beträgt. Privatinvestor Lu Daeyong hat Anteile an TRS und eFlytek gekauft und will vom ChatGPT-Hype profitieren. ChatGPT ist nur eine heiße Idee, sagte er. Er glaube jedoch nicht, dass China eine solche Technologie kurzfristig realisieren kann. Für uns Privatanleger bevorzugen wir kleinere Aktien mit diesem Konzept, um schnelles Geld zu verdienen, sagte Lu.